Herzlich willkommen, wir sind hier live on stage auf der Brettspielcon. Richtig toll, die Berlin Brettspielcon wird ja veranstaltet von den YouTubern Hunter und Kron, die diesen berühmten YouTube-Kanal haben. Und diese Fahnen sind natürlich schon herrlich. Könnt ihr mal gucken, was es hier alles so zu entdecken gibt. Über 5 Etagen. Das Faszinierende an der Brettspielszene ist ja, dass es ist ein eigenes Universum. Es ist eigentlich ein eigener Kosmos und man kann ganz tief in verschiedene Welten eindringen, vordringen. Und Brettspiele sind, das habt ihr ja bestimmt schon an dem Brettspiel-Podcast gemerkt, halt auch der Grund, warum es bestimmte Genres im Computerspielebereich gibt. Also zum Beispiel das Strategiespiel, das hat ja als Brettspiel angefangen und das hier ist zum Beispiel sehr, sehr berühmt, Andor, das hat Lukas auch, sehr ausgezeichnet. Es gibt dann immer diesen Brettspielpreis, ne? Also so Kennerspiel des Jahres und so, da gibt es dann jedes Jahr einen neuen Preis und dann wird ein Spiel halt berühmt und die kosten natürlich auch entsprechend viel, weil man hat halt echte Figuren, das ist nicht alles nur Grafik oder irgendwie digital. Aber halt auch diese Sinnlichkeit oder dieses sinnliche Element und diese Liebe zur Haptik, die ist halt im Brettspielbereich total berühmt vertreten, also sehr prominent platziert. Hier zum Beispiel auch an diesem Buch allein schon kann man erkennen, die Liebe zu nicht nur zu Retro, sondern auch zur Haptik und zum Analogen. Das ist halt eine ganz wichtige Bedingung gewesen, warum man dann halt später auch das Ganze in digitale Welten übertragen konnte. Sozusagen die haptische Erfahrung als Voraussetzung für Dinge, die dann später gekommen sind. So, jetzt sind wir hier in der ersten Etage. Die Brettspielcon ist die größte Brettspielmesse in Deutschland und hier gibt es alles. Das ganze Universum der Brettspiele und total viele verschiedene Franchises hier zu sehen. Hier spielen die Leute dann diese verschiedenen Spiele und dann kann man sich an der analogen Spielekultur erfreuen sozusagen und diesen verschiedenen Welten, die es da gibt. Das ist echt cool. Aber ich muss sagen, es ist schon ziemlich heiß hier drin. Hier zu sehen, vertiefen sich die Leute. Das ist ja auch hier toll. Die Zwerge, das interaktive E-Book. Oh, das hier ist ein Kartenspiel. Was macht man denn da? Wir suchen Pärchen. Das ist ein kooperatives Spiel. Man hat eine Minute Zeit und in der Zeit versucht man hier so viele Pärchen wie möglich rauszusammeln. Mhm. Dabei darf man wühlen, darf man hier umdrehen, darf man alles machen, darf man zusammen sprechen, darf man sich gegenseitig unterstützen. Das ist das kooperative Spiel und das ist es schon. Am Ende der Minute wird dann gezählt. Man kann es natürlich auch gegeneinander spielen. Ja. Das ist dann genau die gleiche Regel, nur halt am Ende wird nicht zusammen addiert, sondern jeder zählt seine Pärchen. Ja. Oder man kann es auch spielen, indem man Häufchen macht. Jeder hat gleich viele Karten dann am Ende und man muss schnell reagieren, wenn man ein Pärchen sieht. Ja, das heißt, wenn wir jetzt zwei Häufchen hätten, du eins und ich eins, ja, ungefähr gleich groß, ich lasse es jetzt mal beispielhaft so klein hier, und wir spielen gleichzeitig jeder so die Karten. Hier, so, so. Und wenn man dann ein Pärchen sieht und als erster drauf tippt, gewinnt man das Pärchen. Ah. Ja, jetzt gibt es hier aber von jedem Motiv 3 Karten. Das heißt, die Pärchen, die ich hier sammle, lege ich hier hin, die bleiben aber im Spiel. Wenn die dritte Karte kommt, ein anderer tippt als erster drauf, kann er mir das Pärchen auch wieder klauen.
Ja, wer als erstes 5 hat, gewinnt dann das Spiel. Ja, alles klar. So, jetzt gehen wir in die zweite Etage. Also gestern sollen über 3000 Leute hier gewesen sein. Dagegen ist das heute eher leer. Also es scheint einen erhöhten Bedarf nach Brettspielen zu geben, was wahrscheinlich daran liegt, weil alle sind ja eher so im elektronischen LSD vertieft dieser Tage. Ich muss ja sagen, dass dieses Gameplay der meisten Brettspiele durchaus anspruchsvoll ist. Also manchmal braucht man ziemlich lange, um das zu lernen. Oder was mir besonders gefällt an Brettspielen ist halt diese Figuren. Die sind natürlich alle handgearbeitet, weil sowas kriegst du nicht aus einem 3D-Drucker in der Qualität. Und das ist dann natürlich auch der Grund, warum viele Brettspiele so teuer sind, wegen den Figuren. Die Macher von Star Wars beispielsweise haben allein durch das Spielzeug und auch durch diese ganzen Brettspielgeschichten ja viel mehr Geld verdient als durch die Filme selbst. Hier auch zu sehen, sehr schön, das ist dann das Zweite. Brettspiele sind natürlich nicht immer nur Brettspiele, sondern halt manchmal auch nur Kartenspiele oder die Kombination aus Brett und Karte. Alles dabei, richtig schön, mit ganz viel Liebe zum Detail. Und das besitzt auch ikonografische Qualitäten. Also es ist halt so, dass da natürlich auch sehr viel künstlerische Sinnesorgane mit eingearbeitet sind. Also man macht das mit sehr viel Liebe zum Detail, mit sehr viel Liebe auch zur ästhetischen Form. Sehr cool. Das ist ja auch hier cool. Legendary Mentalmünzen. Die klassischen Archetypen werden hier natürlich angesprochen. Das hier gefällt mir hier. Dann ein Pentagramm und wie fein und detailliert ausgearbeitet. Das hier ist so zusammengesetzt, also so kleinen Stückchen kann man das zusammenbauen. Hier ist dann die Blaupause mit den verschiedenen Zahlen. Ne? Polar Smash. Baut man sich sein Polarhäuschen. Das bedeutet Aufbaustrategie oder Aufbausimulation, kann man schon fast sagen. So, jetzt gehen wir mal in die zweite Etage. Ich muss auch nochmal Werbung machen für den hervorragenden Podcast. Also wir haben ja in, ich glaube, Ausgabe 26 einen ziemlich coolen Quicksave-Podcast gemacht über Brettspiele mit Lukas und Lars. Hier hat man dann nochmal ein besonderes Spielschema, den man schon ansieht, dass es eher unkonventionell ist, aber auch sowas wie Geld enthält, dass man hier innerhalb der Spielstruktur Realita nimmt, um dann besondere Dinge damit zu bewirken, auch wunderschöne Würfel. Das ist richtig, richtig hübsch hier. Oder ich mag auch diese Würfel hier, die haben so mehrere Flächen. Und das ist wirklich richtig hochwertig, also das auch in der Hand zu haben. Das fühlt sich richtig gut an. Ist typisch für Leute, die sagen, ich möchte das gerne zu Hause aufstellen und mir ist es das wert, auch wenn es ein bisschen teurer ist und es ist alles selbst gemacht. Sie produzieren das selbst, es ist mit der CNC-Fräse per Hand gemacht. Die Möglichkeit, die Karte reinzuschieben, heißt das, ah, das ist ja, ja, das ist ja toll. Man kann hier sozusagen, das ist sozusagen Monopoly in weitergedacht. Man kann hier sozusagen die Karten dann so reinschieben, ne? Und muss sie nicht nur einfach unter das Brett da platzieren oder so. Was ist das denn? Ist das, sieht aus wie Dame in Smart. In Retro Disco. Vielleicht noch immer spielen. Also man setzt abwechselnd, wie gehabt. Gewonnen hast du, sobald du entweder ein Farbsegment komplett hast, also drei,
das geht auch so. So ist nicht zulässig. Zweite Möglichkeit, 4 im Quadrat oder 5 in einer Reihe. Das geht so, geht auch so. Also das sieht ja auch eher nach einem friedlichen Brettspiel aus, ne? Das ist nicht so aggressiv wie Warhammer 40k, nehme ich mal an, oder? Nein, das ist überhaupt nicht aggressiv. Ist das dann analog mit digital geknüpft, oder? Genau. Wir wollen eben das klassische Brettspiel mit etwas Modernem verbinden. Und die App gibt uns die Möglichkeit, erstens keine Regeln zu lesen. Das heißt, die Leute können einfach das Spiel kaufen, am Pack and Play. Und losspielen. Losspielen, man genau. Muss sich immer erst lernen, komplexes Gameplay und solche Sachen. Bei Leaders, das ist unser zweites Spiel, da ist es ein bisschen komplexer, da gibt es auch noch eine Kurzanleitung, aber bei Interaction zum Beispiel braucht man es eigentlich nicht. Ja? Ja. Man kann die Spielerklärung einschalten oder ausschalten später dann. Und der zweite Vorteil ist, wir bauen Apps, die einen Mehrwert haben für das Spiel. Das heißt, okay. Das ist nicht nur ein Gimmick und nicht nur dazu da, dass man Regeln vermeidet zu lesen, sondern dieses Spiel passt sich an das Alter der Spieler an. Das heißt, Mama, Papa können sich mit den Kids zusammensetzen und der 8-jährige Tim kriegt andere und leichtere Aufgaben als der Papa. Damit kann das Spiel ja etwas, was eigentlich kein anderes Spiel kann, ne? Was ganz Neues sozusagen. Ja. Man kann mit Leuten jetzt spielen, die vielleicht das Spiel, das man selber gut oder gerade anspruchsvoll genug findet, für die viel zu anspruchsvoll wäre, ja. Weil die App sie sozusagen genau. Da richtig heranführt. Und nicht nur das, sondern okay. Es ist auch für Freunde ein typischer Icebreaker-Game, weil die App fragt am Anfang 5 Fragen. Ja, hast du schon einmal einen Telefonstreich gemacht oder im Aufzug gefurzt? Lustige Fragen, die dann später deine Freunde erraten müssen in den unterschiedlichen Kategorien. Das ist ja auch wieder mit sehr viel Liebe gestaltet hier. Die Figuren, ein sehr klares Farbschema und eine klare Emotion, die hier in dieser Überstilisierung zum Ausdruck gebracht wird. Auch eine unkonventionelle Form, wie man sie bei Brettspielen auch eher selten findet. Da setzt man dann hier wie so ein Puzzle zusammen hier, ne? Diese genau. Elemente. Das ist echt toll. Unser Spiel hat unterschiedliche Kategorien. Wenn man da auf dem Brettspiel dann sieht, man beginnt mit dem Purple 1, dann kommt man zu einer Kategorie. Ja? Es gibt Wissen, Kreativität, Action, Social und Minigames. Somit ist für jeden etwas dabei. Ja? Und zusätzlich zu diesen Aufgaben kann man diese Aufgaben erschweren oder leichter machen. Ja? Das heißt, wenn jemand einmal eine Aufgabe nicht geschafft hat, dann darf er sich eine Nasty Card, das sind die schwarzen hier, ziehen und diese kann er dann später den Gegner einsetzen und seine Aufgabe erhöhen. Somit ist das Balancing auch ein bisschen fairer. So, jetzt sind wir hier in Halle 4 oder in der vierten Etage. Das sieht ja klasse aus. Ist das so kompliziert, wie es aussieht, oder ist das mehr so einfaches Spielprinzip? Das ist ziemlich kompliziert eigentlich, ja. Also das heißt, man muss erstmal ein paar Semester studieren, um das zu meistern sozusagen? Ja, vielleicht 2 oder so. Und macht das auch Spaß oder bietet das nur Inspiration von den Assets her? Also ich finde, das macht sehr viel Spaß, weil es so taktil ist und so. Man baut halt was auf, einen Bauernhof hier. Und, taktil ist ein tolles Wort. Was ist da für dich zum Beispiel jetzt auch die Faszinationskraft, die Brettspiele ausstrahlen, neben natürlich diesem analogen Element, was ja. die Leute dazu bringt, dann zum Beispiel auch dieses Spiel ja. Darin so zu versinken? Vielleicht auch die Immersion oder haben da vielleicht virtuelle Welten mehr einen Vorteil? Ich glaube, dass das eine Medium das andere nicht ausschließt. Es ist ja so wie... der Film und das Buch dazu sich auch nicht ausschließen. Ja, also, sie ergänzen sich. Sie ergänzen sich und die, das Einzige ist, das Computerspiel und die Brettspiele, die buhlen um die Zeit der Leute. Ich habe nur eine begrenzte Anzahl von Zeit. Ja. Ich mache entweder das oder das. Aber die Entscheidung, entweder Brettspiel oder Computerspiel, das schließt sich nicht aus. Ja. So wie lese ich das Buch oder schaue ich den Film an. Ja. Das hat beides seine Berechtigung. Ja. Es gibt viele Leute, die Computerspiele machen und auch Brettspiele.
gibt dann noch ganz was anderes. Es gibt auch Rollenspiele, ja, die auch viele Brettspieler machen. Wie ich zum Beispiel aus der Rollenspielecke eigentlich komme. Ja, Pen and Paper und so. Ja, Pen and Paper Rollenspiele. Ganz schwer zu sagen. Also es erlebt schon eine Renaissance in den letzten Jahren, ganz massiv. Ja. Nicht nur in Deutschland, sondern auch ganz massiv in den USA. Ja. Steckt viel Kaufkraft dahinter. Es ist ja eigentlich ein Luxusgut. So viel. Ja. Siehst du Verbindungen auch, Gemeinsamkeiten von Brettspiel und Computer und Videospiel, wo die beiden wirklich so ein gemeinsames, verwandtschaftliches Dasein führen, das man auf den Punkt bringen kann? Ich glaube schon, dass du bei Computerspielen auch letztlich spielst ja auch, irgendwie du willst dieses Spiel gewinnen, wie hier auch. Computerspiel hat ganz andere Möglichkeiten, es erzählerischer, filmischer, cineastischer umzusetzen. Brettspiele sind letztlich ganz stark abstrahiert auf die Mechanik. Also du hast hier natürlich schon das Thema Landwirtschaft, ja, aber wenn ich jetzt ein Computerspiel mit Landwirtschaft rausbringen würde, könnte ich viel mehr ins Detail gehen, viel mehr narrative Elemente reinbauen und so weiter. Das, ja, ist viel cineastischer. Das ist letztlich, Brettspiele ist letztlich, beschäftigt mich eigentlich mit einer abstrakten Aufgabe. Ja. Es ist schon, obwohl so konkret haptisch, letztlich abstrakter, weil es, ja, gibt nicht so viele Möglichkeiten auf verschiedenen Ebenen zu erzählen. Genau, es ist eigentlich, und du musst auch ganz stark abstrahieren bei so einem Brettspiel. Das ist irgendwie... Alles klar. Ja. Und gibt es aber auch Vorteile, die ein Brettspiel für dich gegenüber der Bildschirmmedien hat? Ja, auf jeden Fall das Gemeinschaftliche, das echte Gemeinschaftliche, was, ja, da passt. Ja, theoretisch kannst du auch ein Kartenspiel mit an den Strand nehmen, mit in die Bar nehmen. Mhm. Was willst du mit dem Computerspiel? Sollst du sagen, hocken uns in die Bar und machen alle spielen gleichzeitig an einem iPad ein Spiel? Ja. Kannst du in der Bar machen, holst du die Karten raus und spielst, so gut ist. Ja. Ja. Wollen wir vielleicht kurz nochmal, dieses heißt jetzt, es geht um Landwirtschaft, ja. Ja. Agricola, können wir ja mal zeigen hier. Ja. Also ein Brettspiel, ausgezeichnet als Kennerspiel, 2008, erster Platz, das heißt auch herausragend in der Brettspielszene. Ja, genau, wir sind alle Landwirte in einer harten Zeit, ein paar Jahrhunderte schon her. Und versuchen halt unsere Familie zu ernähren und unseren Hof auszubauen. Du hast immer andere Karten auf der Hand. Die kannst du halt auch spielen und damit auch so die Regel ein bisschen brechen und beugen. Und andere Sachen halt dann machen, wenn ich die spiele. Und die haben alle Sondereffekte, die quasi die Regel brechen. Und um eine Sonderregel für mich ergänzen. Ja. Das heißt, jeder hat quasi, spielt zwar das gleiche Spiel, aber mit leicht anderen Voraussetzungen. Und dadurch, dass es hunderte davon gibt, hat das Spiel einen enorm hohen Wiederspielreiz. Da kommt zum Beispiel dann ein neues Schaf dazu, was ich nehmen kann. Aber das Schaf, das ich nehmen kann, hätte auch später im Spiel erst erscheinen können. Könnte auch da unten liegen. Das heißt, ich weiß auch nicht genau, wann diese einzelnen Sachen quasi in Erscheinung treten und ich sie nutzen kann. Normalerweise ist es ja nicht so spannend, einen Landwirt zu spielen. Aber hier ist es so genial umgesetzt, dass es auch Leute, die eigentlich dem Thema an sich nichts abgewinnen können, von dem Spiel einfach fasziniert sind. Dann. Die Freude auch am Sammeln, an der Ordnung vielleicht, sehr schön. Ja. Ganz grundlegende Bedürfnisse werden angesprochen. Es hat natürlich auch so einen gewissen Wohlfühleffekt, allein schon durch das Farbschema, ja, und die Aufmachung. So, das fünfte OG. Meine Güte, ist das riesig hier. Das ist ja der Oberhammer. Wir sind jetzt im fünften OG, richtig krass. Und es ist schon ein bisschen ironisch, das hier ist ja das Kühlhaus. Also das Kühlhaus in der Luckenwalder Straße. Aber die Temperaturen hier drin, die sind echt krass. Wir haben draußen 28 Grad und hier vielleicht... Das sieht ja auch, hi, das sieht ja auch unkonventionell aus, wie man hier mehrere Bretter übereinander platziert, oder wie, ja, kann man das beschreiben? Das ist ein Aktionsrad. Hier hat man seine Aktion und in jeder und kann die aber nur in einer gewissen Reihenfolge machen. Für was es Punkte gibt, entscheidet sich während dem Spiel. Ja. Man kann hier in gewissen Leisten nach oben steigen.
Und je höher man in einer Leiste nach oben gestiegen ist, desto mehr Punkte gibt es auch. Muss dann aber auch die Wertung hier entsprechend verstärken. Das heißt, wenn ich in einer Leiste ganz oben bin, aber mich hier drum nicht gekümmert habe, gibt es ganz oben 8x0 Punkte. Das nutzt mir also nichts. Dementsprechend, wenn ich hier es schaffe, die grauen Steine hier nach unten zu bewegen, gibt es dann für diese Leiste dementsprechend 12 Punkte pro Schritt, den ich gegangen bin. Und das hier sind dann so verschiedene Symbole auf diesen kleinen Blättchen. Die sind hier für das Aktionsrad, das kann man dann quasi ausbauen. Man hat am Anfang nur von jedem eins, die man hier verteilt nach einem gewissen Muster, kann die gegebenenfalls upgraden oder auch neu besetzen, hat dann mehr Aktionen pro Runde, beziehungsweise mehr Möglichkeiten pro Runde. Alles klar. Ist das ein Spiel, bei dem man dann auch sehr viel strategisch denken muss? Ja. Es gibt bei Brettspielen ja immer so zwei Bereiche. Einmal, wie inspirierend und faszinierend ist das Artdesign, wie schön sieht das aus, die Bilder, die Ideen, die Geschichten. Und dann das Zweite, macht Spaß. Genau. Ist das Gameplay geil? Auf einer Skala von 0 bis 10, was würdest du sagen, Noria? 6,5 bis 7. Okay. Das kenne ich ja. Skyte oder Skyte, wie wird das gesprochen? Das kenne ich ja sogar. Seid ihr Insider von dem Spiel? Oh, ja, weil es gibt nämlich ein Computerspiel, das hat das komplette Setting davon geklaut, aber keiner weiß es, weil dieses Spiel nicht so bekannt ist. Wie spricht man das aus? Skyte oder Skyte? Skyte. Soweit ich weiß. Also wir haben hier Skyte, ein Spiel von Jamie Stegmeier. Und zwar gibt es ja jetzt so ein RTS-Computerspiel, das demnächst erscheint, das das Setting von diesem Spiel geklaut hat. Ich habe jetzt gerade den Namen von dem Spiel vergessen, aber naja, hier ist es vielleicht nochmal viel interessanter umgesetzt. Hier gibt es dann diese Landschaft und dann auch diese Maschinenroboter, ne? Genau, so Max. Das sind dann die Figuren, wenn wir mal draufhalten, auch hier sehr detailliert gestaltet. Und natürlich diese Roboter, hier auch nochmal zu sehen, die besonderen Konzeptarts hier auch in der Anleitung eingearbeitet, diese wunderschönen Roboter, diese krassen Technologien, die dann auf dieser vorindustriellen Landschaft herumstampfen. Das bedeutet dann auch nochmal einen besonderen Kontrast liefern. Sieht man das jetzt auch nochmal, kann man hier kaufen, ist natürlich extrem teuer, aber hier sieht man diese wunderschönen Figuren, ich verlinke euch in der Videobeschreibung, wie das Computerspiel heißt, das dieses ganze Setting geklaut hat, vorindustrielles Setting und dann natürlich diese tollen Roboter. Jetzt sind wir natürlich noch auf dem Flohmarkt hier, es gibt hier natürlich auch exquisit gebrauchte Spiele zu kaufen, auch ganz gute Preise und hier auch zu sehen, das können wir mal zeigen, Doom. Natürlich passiert es nicht nur, dass Brettspiele zu Computerspielen werden, sondern Computerspiele werden dann auch für ihren Weg zurück ins analoge Medium. Und das können wir auch noch zeigen, Star Wars ist auch zu sehen. Star Wars, die klassische Trilogie, Sammler-Edition, richtig cool. Natürlich gibt es auch oft irgendein Franchise, das dann auf ein anderes Spielprinzip aufmoduliert wird, wie zum Beispiel ja Monopoly im Star Wars-Universum oder Game of Thrones im Risiko-Universum. So, jetzt sind wir hier draußen. Hier kann man auch wunderschön essen. Hier gibt es exquisite Stände, unter anderem mexikanisches Essen. Und da hinten gibt es dann auch noch Alkohol und Koffein. Und da hinten kann man auch nochmal exquisit vegane Currywurst bestellen. Oder was gibt es hier? Tapas? Was ist hier alles zu sehen? Ja, auf den Burger. Burger.